Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen. Willkommen bei meiner Kochsendung. Nee, Quatsch. Also, ich habe mir gedacht, draußen schneit es, ist kalt und dann zeige ich euch mal, wie man einen Dudelsack richtig abdichtet. Das macht man auch natürlich gerne im Winter, weil da hat man ein bisschen mehr Zeit, sitzt hier gemütlich im Zimmer. Und ja, viele fragen mich, also ich unterrichte ja auch seit 10 Jahren an der Dudelsack-Akademie in Hofheim. Und hatte schon viele Schüler und auch in Workshops kommt immer die Frage, wie dichte ich denn überhaupt einen Dudelsack ab? Ich traue mich das gar nicht, wie macht man das? Da geht ja bestimmt alles schief und um Gottes Willen so. Ich habe festgestellt über die Jahre, viele haben wirklich Angst davor, an diese Instrumente ranzugehen. Natürlich sollte man auch erstmal vorsichtig sein, wenn man anfängt. Man kann ja auch schnell so ein Rohrblatt kaputt machen, wenn man das rauszieht, das Klemmfleisch, irgendwas. Aber das ist, ich sage immer, das ist so, wie wenn man dem Kind sagt, du fass nie ein Messer an, weil ein Messer ist scharf und du kannst dich schneiden. Also man kann ja nicht so viel kaputt machen, man muss halt ein bisschen vorsichtig machen. Aber ich finde, zum Dudelsackspielen gehört es einfach dazu, dass man auch das Instrument auseinandernimmt, dass man eine ordentliche Wicklung macht, wie man das einstellt, wie man das pflegt, natürlich auch den Sack dichten, das sollte man eigentlich so einmal im Jahr machen, also alleine schon zur Pflege und natürlich auch, falls der Sack irgendwie undicht ist. Und ja, also es gibt da sehr viel zu erzählen. Ich werde bestimmt auch noch andere Videos darüber machen, also wie man eine ordentliche Wicklung macht, dass sie sich halt nicht mitdreht und also gibt es ganz viel. Ja, und wie dichtet man einen Dudelsack? Ich habe jetzt hier das schon mal ein bisschen vorbereitet. Das hier ist eine Small Pipe. Also ich habe die ganzen Sachen schon mal ausgebaut. Wichtig ist, dass ihr halt dementsprechende Korken habt. Da gibt es halt die verschiedensten Größen. Ich habe jetzt auch was im Internet gefunden, wo man über, also so für Chemiebedarf, gibt es diese Gummikorken in allen möglichen Größen. Gerade hier, das ist ja so ein Dreifachstock, braucht man relativ kleiner. Und wichtig ist jetzt, dass erstmal alles zugestöpselt ist, richtig straff. Und die Korken sollten auch so reinpassen, dass sie in der Mitte sitzen. Also das hier ist zum Beispiel auch so ein Gummikorken. Der wird da auch hier reinpassen, aber verschwindet fast da drin. Und also es geht, aber ich mache es immer lieber, dass die Korken so irgendwo in der Mitte sitzen. So. Dann hat man wenigstens noch einen Griff, wo man sagt, okay, man kann die rausmachen. Und wichtig ist auch, dass die richtig straff drin sitzen, weil man gibt jetzt Druck auf den Sack. Nicht, dass dann der Korken wegfliegt und das ganze Dichtmittel irgendwo an der Wand klebt. Als erstes, also genau, man sollte einmal im Jahr den Sack dichten. Ihr merkt auch, also hier zum Beispiel ist das schon relativ trocken. Ja, wenn man so das reibt und das wird dann so langsam so ein bisschen krümelig da drin, merkt man alles klar, okay, der braucht mal wieder ein bisschen Dichtung. Und natürlich ist es auch so, wenn man merkt, oh, das Gefühl wird irgendwie zu weich, dann kann es ja sein, dass irgendwo Luft abhaut. Am Anfang testet man erstmal. So, wenn ich jetzt hier drücke, hält der noch relativ gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass der undicht ist, aber er lässt schon ein bisschen Luft nach. Wenn es natürlich jetzt so wäre, dass ich jetzt hier schon drücke und nach ein, zwei Sekunden macht der Arm rein, na dann, also irgendwas stimmt da nicht. Also wichtig ist natürlich auch, dass das Ventil hier dicht ist, hier drin. Und dass die Korken gut sitzen und nicht, dass hier noch ein Loch drin ist, wo man die Weinflasche also geöffnet hat. Und genau, dann kann man auch schon mal hier die Naht anschauen. Hier ist es zum Beispiel so, beim letzten Mal dichten, die Naht ist nicht so 100% dicht gewesen. Da kam hier so ein bisschen was raus. Die Small Pipe verbraucht aber auch nicht so viel Luft. Das heißt, da ist es für mich persönlich nicht ganz so wild, wenn die nicht 100% dicht ist. Aber bei den großen Lautensäcken, die viel Druck brauchen, also muss das richtig dicht sein, damit man einen ordentlichen Ton, einen Spieldruck hat. Und ja,
Es gibt verschiedene Dichtmittel. Ich habe das hier auch schon mal vorbereitet. Also ich nehme jetzt seit über 10 Jahren dieses hier. Sie nehmen das Kills and More, kaufe ich das immer. Früher, ich habe vor uns mal gesucht, hat man das selbst gemacht. Also ich habe meinen ersten Dudelsack 96 bei Klaus Stecker gekauft. Und da gab es tatsächlich auch einen Kochkurs dazu und eine Anleitung, wie man Dichtmittel selbst herstellt. Also es gab ja damals nicht wirklich was zu bestellen. Und das hat man eben aus Knochenleim gemacht und Salicylsäure, Glycerin und immer noch den mysteriösen Löffel Honig dazu. Keiner wusste, für was das gut ist, aber man hat das eben so gemacht. Das war schon sehr interessant, das wirklich mal selbst zu machen. Also wer Interesse hat, ich kann das gerne, also mich einfach anschreiben, ich kann das auch gerne mal rumschicken. Das ja, kann man wirklich mal selbst machen. Ist halt immer so ein bisschen, wo man gucken muss mit der Temperatur, das von dem Mischverhältnis, dass das dann irgendwie nicht zu fest wird oder zu sehr klumpt. Mir war das irgendwann zu stressig und jetzt gibt es das. Das kann man in der Mikrowelle warm machen. Also im kalten Zustand ist das sehr zäh, aber Mikrowellen ist nicht so mein Ding, dann traue ich nicht so. Ich mache das hier im Wasserbad. Ich habe das vorhin schon mal gemacht, dass es hier nicht so lange dauert. Also hier kochendes Wasser reinkippen und kräftig rühren immer. Das ist jetzt schon ganz gut aufgelöst. Also das Auflösen dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten. Man muss aber auch schauen, dass es nicht zu heiß wird. Also wenn das jetzt hier flüssig wird, das tropft hier schon, dann reicht es zu. Also es sollte nicht mehr als 50, 60 Grad betragen. Kann man auch mal mit dem Finger testen. Also Klaus hat immer früher gesagt, wenn man Finger kurz reinsteckt, 1, 2 Sekunden wartet und dann sagt aus, rausziehen an ungefähr 60 Grad. Also ja, das sind jetzt vielleicht so 40, 50. Okay, das ist schon gut flüssig. Gucken, dass ihr euch ein bisschen vorbereitet, dass nicht hier so rumsaut, weil das Zeug, das klebt nämlich auch immer. So. Jetzt wird immer gefragt, wie viel schütte ich denn da rein? Also hier ist ja schon natürlich Dichtmittel drin. Bei der Sackgröße schütte ich dann hier meistens so ja, ein Viertel der Flasche rein. Lieber erstmal ein bisschen weniger. So. Das kann man, den Trichter hier, das kann man gleich ins Wasserbad tun, das klebt das nicht so rum. Das ist so nicht giftig, aber saut halt ein bisschen. So, und jetzt kommt das Anblasrohr rein. Das nehme ich mal lieber weg. So, die Schüssel brauchen wir auch erstmal nicht. Jetzt wichtig, alles fest, alles dicht, aufpusten. So, jetzt ist erstmal genügend Luft drin. Jetzt schütte ich das. Erstmal, dass es überall hinkommt. Also wenn es jetzt irgendwo sehr undicht ist an der Naht, kommt meistens jetzt schon was raus. Ja, sieht ganz gut aus. Aber hier seht ihr vom letzten Mal, ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera erkennen kann, hier ist alles so ein bisschen hell geworden. Also da kam überall Dichtmasse raus. Der Vorteil ist dadurch, dass sie so klebrig ist, natürlich verschließt die Poren und auch so eine Naht. Bei der Naht ist es halt so bedingt. Also das kann ein bisschen was abdichten, aber hält nicht so lange. So, das ist jetzt gut verteilt. Hier an den Einbindungen guckt man auch mal, ob da irgendwo was rauskommt. Das ist nämlich, ich habe schon oft erlebt, dass hier das nicht gut eingebunden ist oder sich vielleicht ein bisschen gelockert hat mit der Zeit, dann haut natürlich hier auch die Luft ab oder kommt jetzt in dem Fall Dichtmittel raus. Okay, und jetzt mache ich immer so einen ziemlichen Gewalttest. Also zum Teil knie ich mich auch drauf. Ich gebe jetzt halt hier richtig Druck drauf. So, Moment. Ups.
wichtig, dass der Korken richtig drin ist. Hier muss richtig Druck drauf kommen. So. So viel Druck hat man natürlich nicht beim Spielen, aber lässt doch ein bisschen nach. So. Und jetzt guckt mal wieder, ob irgendwo was rauskommt. Ja, sieht gut aus. Das Dichtmittel setzt sich natürlich auch überall in die Fläche, dann auf die Poren. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, dass der Sack noch nicht so richtig 100% dicht ist, ist es meistens so, dass das dann nächsten Tag besser ist. Wenn dann, man lässt dann jetzt erstmal ein bisschen dann liegen, ja, wird schon besser. Okay, nochmal drücken richtig. So, ich habe ein bisschen Angst, dass der Korken in die Kamera fliegt. So. Okay. Jemand, der das nicht kennt, für den sieht das, glaube ich, sehr krass aus. So, okay. Jetzt merkt man schon hier drin, es wird alles richtig schleimig. Es hat sich jetzt schon gut verteilt. Jetzt lasse ich erstmal so ein bisschen Luft raus. Hier vorsichtig machen, dass es nicht rausspritzt. So, Achtung. So, jetzt ist erstmal fast die ganze Luft raus. Und jetzt wird das noch richtig einmassieren. Jetzt nimmt man sich die Zeit. Und tut das gerade hier, wo die Naht ist, das nochmal richtig einmassieren. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen schneller. Ja, also es hat sich sehr gut verteilt. Okay. So, jetzt wird wieder aufgepustet. Ist schon fester. Okay. So, jetzt drücke ich nochmal drauf. Dann kann man auch feststellen, ob der Hersteller eine gute Arbeit geleistet hat, dass es nicht einen Knall gibt und die Naht ist auf. So. Okay. So. Jetzt ist es halt so, wieder Kontrollblick, ob irgendwo was rauskommt. Nee, also. Wenn es jetzt so ist, wenn man den Sack schon ein paar Jahre spielt und jetzt läuft hier überall das Dichtmittel raus, ja, dann muss man den Sack austauschen. Also das bringt dann auch kein Dichtmittel mehr irgendwas. Das werde ich auch mal irgendwann noch machen, ein Video, wie man den Sack einbindet. Das ist nämlich das, wo noch mehr Angst davor haben, aber ist alles machbar. So, und jetzt hier die Luft rausgelassen, mal vorsichtig. Korken gleich ins Wasser. So, bitte nicht irgendwie ins Waschbecken schütten. Also habe ich auch schon gemacht, kriegt man auch weg. Ist jetzt nicht so tragisch, aber ich schütte das lieber hier in den Mülleimer rein. So, mal gucken, dass auch was seht. Also jetzt ist, je nachdem, wie viel ihr hier Dichtmittel reingekippt habt, wahrscheinlich ein bisschen zu viel drin. Und das lasse ich jetzt einfach mal hier reinlaufen. Das kann auch wirklich, wenn man einen Dudelsack 4 spielt, richtig eklig schwarz jetzt aussehen, was da so rauskommt. Also das sieht man auch mal, was da so drin ist. Also man macht ja auch das Dichtmittel rein, damit es so ein bisschen den Sack natürlich von innen pflegt, auch wegen der Keimerei. Ja, kommt gar nicht jetzt so viel raus. Also wie gesagt, lieber immer, gerade beim Nachdichten, ein bisschen weniger von dem Dichtmittel reinmachen. Also man kommt mit so einer Flasche
kann man, sagen wir mal, 3 bis 4 Säcke nachdichten. Wenn man jetzt komplett einen neuen Sack eingebunden hat, schütte ich dann schon auch mal so an die Hälfte davon rein. So, also hier kommt jetzt nicht viel raus. Das ist echt okay. Dann lassen wir den Rest hier drin. Also, manche hängen den dann auch, sagen wir mal, ein paar Stunden so auf. Aber das Dichtmittel ist, sagen wir mal, schon relativ flüssig. Und wenn ich den jetzt 3, 4 Stunden hier hinhänge, dann haut mir auch das ganze Dichtmittel schon wieder ab. Also wenn es jetzt nicht, wie jetzt hier kaum was rauskommt, das kann man so drin lassen. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr halt jetzt gleich die Stöcke alle und natürlich hier auch, wenn was am Ventil ist, gleich abwischt, dass das nicht hier verklebt. So. So, schön trocken wischen. Sieht gut aus. So. Okay. Und hier ist meistens jetzt nicht wirklich was reingelaufen. Also man muss immer so ein bisschen gucken, wenn man das reinschüttet. Ich tue meistens dann auch beim Reinschütten und so, und wenn es rumfließt, auch sehen, dass der Stock immer so ein bisschen oben ist, dass jetzt nicht so viel Dichtmittel in diesen großen Stock reinläuft. Und, aber hier kann man mal so reingucken, also hier ist jetzt nichts drin. Okay. Und am Ende, also man kann den jetzt auch so liegen lassen. Ich mache das meistens so, mache dann nochmal den Stock, den Korken hier rein, puste nochmal ein bisschen auf. Und lasse den jetzt einfach so liegen. Ja, und kann man später nochmal testen. Und ab morgen würde ich dann die Bordune und halt die Spielpfeife wieder reinmachen. Und dann geht's los. Wichtig noch, das ist auch was, viele haben immer so ein bisschen Schiss davor, das hier rauszumachen. Hier ist natürlich der Vorteil, man hat hier noch ein Zwischenstück drauf, dass das Rohrblatt besser geschützt. Also hier zieht, kann man, muss man nicht ganz so vorsichtig machen, man kann das gut rausmachen. Bei in Dudelsäcken, wo direkt nicht so ein Zwischenstück ist, dann kann man ja schnell mit dem Rohrblatt anecken. Also immer schön drauf achten, wenn ihr das löst, ein bisschen langsam machen, rausziehen, rausziehen, rausziehen und versuchen wirklich schön gerade rauszuziehen. Ist schon sehr oft vorgekommen, dass man einfach ein bisschen abwinkelt und dann macht es knack und irgendwie ist eine Ecke oben vom Rohrblatt einfach abgegangen. So. Ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen, ich habe nichts vergessen. Ich werde demnächst noch andere Videos machen rund um die Sackpflege. Ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Also wie gesagt, schickt auch gerne dieses Rezept rum von dem Dichtmittel. Ja, ansonsten, wenn es euch gefällt, macht einen Daumen hoch und schönen Sonntag noch. Bis bald. Ciao.